Und wir schauen nun ins Bundeswirtschaftsministerium, denn dort beginnt jetzt die Pressekonferenz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der sich äußern will zu der Zukunft von Gazprom Germania. Und wir hören rein. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie zu dieser kurzfristig einberufenen kurzen Pressekonferenz mit Bundesminister Robert Habeck sich eingefunden haben. Wir haben nur kurz Zeit, ein kurzes Statement von Herrn Habeck, drei Nachfragen und dann müssen wir leider in den nächsten Termin. Danke und ich übergebe an Bundesminister Robert Habeck. Vielen Dank. Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie heute über eine rechtliche Anordnung informieren, die das Bundeswirtschaftsministerium heute jetzt gerade erlassen hat. Der Vorgang ist in der Bundesregierung eng abgestimmt. Die Anordnung bezieht sich auf Anteile der Gazprom Germania GmbH. Die Anordnung wird noch heute dann am späten Nachmittag im Bundesanzeiger veröffentlicht. Mit der Anordnung setzt mein Ministerium gemäß § 6 Außenwirtschaftsgesetz die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für Gazprom Germania Gruppe ein. Die Anordnung der Treuhandverwaltung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Der Schritt ist zwingend notwendig. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Hintergrund der Entscheidung sind unter anderem unklare Rechtsverhältnisse sowie ein Verstoß gegen die Meldepflichten im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung. Die Gazprom Germania GmbH mit Sitz in Berlin ist ein inländisches Unternehmen. Sie betreibt in Deutschland selbst und durch seine Tochtergesellschaften kritische Infrastrukturen. Das heißt, sie ist im Bereich Gashandel, Gastransport und Speicher tätig und für die Gasversorgung in Deutschland von überragender Bedeutung. Die Gazprom Germania ist auch in anderen europäischen Ländern tätig, etwa Tschechien und der Schweiz, und nimmt bei der Gasversorgung eine wichtige Rolle ein. Bis zum 25. März diesen Jahres war alleinige Gesellschafterin der Gazprom Germania die Gazprom Export LLC mit Sitz in Russland. Der Mutterkonzern Gazprom hat allerdings überraschend am Freitag, dem 29. April, mitgeteilt, dass er sich von Gazprom Germania GmbH und deren Beteiligung, darunter die Firma Gazprom Marketing and Trading, zurückzieht. Nicht mitgeteilt wurde, wer der neue wirtschaftliche und rechtliche Eigentümer dieser Beteiligung sein soll. Dies ist für sich genommen schon ein Verstoß gegen die Meldepflicht im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung. Das Wirtschaftsministerium hat jedoch Kenntnis erlangt vom mittelbaren Erwerb der Gazprom Germania GmbH durch GSC Palmieri und Gazprom Export Business Services LLC. Da die Gazprom Germania GmbH kritische Infrastruktur betreibt, muss jeder Erwerb durch einen Nicht-EU-Investor vom Wirtschaftsministerium genehmigt werden. Aber unklar ist, wer wirtschaftlich und rechtlich hinter den beiden genannten Unternehmen steht. Zudem hat der Erwerber die Liquidierung der Gazprom Germania angeordnet, was, solange der Erwerb nicht genehmigt ist, nicht rechtmäßig ist. Eine Liquidierung hätte das Ende der rechtlichen Existenz der Gazprom Germania zur Folge. Angesichts dieses Sachverhalts trifft das Bundesministerium auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes § 6 folgende Anordnung. Hinsichtlich sämtlicher Stimmrechte aus Geschäftsanteilen an der Gazprom Germania GmbH wird die Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur bis zum 30. September 2022 angeordnet. Die Wahrnehmung der Stimmrechte der Gesellschafter der Gazprom Germania GmbH wird ausgeschlossen. Die Stimmrechte aus den Geschäftsanteilen an der Gazprom Germania GmbH gehen hiermit auf die Bundesnetzagentur über. Die Bundesnetzagentur ist insbesondere berechtigt, Mitglieder der Geschäftsführung abzuberufen und neu zu bestellen, sowie der Geschäftsführung Weisungen zu erteilen. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis in Bezug auf das Vermögen der Gazprom Germania GmbH wird beschränkt und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundesnetzagentur. Wie gesagt, die Treuhandverwaltung ist eine Übergangsregelung. Die Bundesnetzagentur wird die Zeit nutzen, um Ordnung in die Verhältnisse zu bringen. Ich möchte für die Bundesregierung abschließend betonen, die Bundesregierung tut das Notwendige, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Dazu zählt auch, dass wir Energieinfrastrukturen in Deutschland nicht willkürlichen Entscheidungen des Kremls aussetzen. Die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Geschäfte in Deutschland muss gewährleistet sein. Dafür müssen wir Sorge tragen.
Die Bundesnetzagentur als Treuhänderin übernimmt jetzt die Funktion einer Gesellschafterin. Sie kann alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um weiter die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das ist der Zweck des heutigen Vorgehens. Und wir arbeiten daran, uns jeden Tag weiter von russischen Importen unabhängig zu machen. Auch das ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Robert Habeck. Eine ganz kleine Ergänzung. Das genannte Datum 29. war der 29. März, nicht der 29. April. Dankeschön. Und ich fange hier vorne rechts an. Sagen Sie bitte einmal kurz Ihren Namen. Kurmeier von Euraktiv. Herr Habeck, Sie haben die Unabhängigkeit von russischen Importen angesprochen, haben sich bisher dagegen ausgesprochen, ein Energieembargo zu verhängen. Haben Sie sich inzwischen umgedacht infolge der Enthüllungen vom Wochenende bezüglich eines Teilembargos, sagen wir nur Öl oder Kohle, wenn es jetzt auch nicht um die für die deutschen Unternehmen kritischen Gaslieferungen aus Russland geht? Auch wenn ich mich langsam wiederhole, wir arbeiten an einer Unabhängigkeit von Russland, von den Energieimporten, seitdem ich hier im Amt bin. Wir tun das bei Kohle, bei Öl und bei Gas. Wir haben es geschafft, in wenigen Wochen die Importe deutlich zu reduzieren und werden das auch weiter tun. Dann bitte Herr Delfs von Bloomberg im digitalen Raum. Ja, hallo Herr Habeck. Sagen Sie, könnte man diese, das ist jetzt ja erstmal eine Übergangslösung, aber könnte man diesen Schritt auch als einen Zwischenschritt sehen, am Ende auf eine Verstaatlichung von Gazprom Germania, oder ist das Ziel der Bundesregierung, am Ende doch wieder einen privaten Eigentümer zu finden? Die Bundesregierung hat die Bundesnetzagentur als Treuhänderin jetzt eingesetzt. Wichtig ist, dass die Versorgungssicherheit aufrechterhalten wird, dass die Infrastruktur nicht missbraucht wird gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehört auch, dass sie ihrem Auftrag gemäß eingesetzt wird. Und darauf wird jetzt die Bundesregierung mit der Bundesnetzagentur achten. Herr Schlant, bitte. Guten Tag, Herr Habeck. Ja, die Gazprom Germania-Töchter halten ja ganz erhebliche Teile der Langfristverträge, sorgen also im Augenblick noch dafür, verkaufen das Gas dann weiter, zum Beispiel an Stadtwerke in Deutschland. Rechnen Sie denn damit, dass nach dieser Verstaatlichung diese Gasmengen, die an diesen von Gazprom Germania und Töchtern gehaltenen Unternehmen hängen, dass diese Gasmengen weiter fließen werden? Noch einmal, wir haben eine Treuhänderin, die Bundesnetzagentur, eingesetzt, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Und ich rechne damit, wie könnte es anders sein, dass alle ihren vertraglichen Bedingungen entsprechend handeln. Weil da allerdings Zweifel bestanden wegen der Liquidierungsankündigung und wegen der unklaren Besitzverhältnisse, haben wir heute entsprechend gehandelt. Vielen Dank. Ich bitte um Verständnis, dass das nur ein kurzes Statement sein konnte. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag weiterhin und alles Gute.